Okay, wo sind wir hier? Am Galgen. Gerade aktuell am Galgenberg. Irgendwo nirgendwo. Was machst du? Ich habe jetzt diese Stöcke einfach aus dem Grund zerbrochen, um die ruhelosen Seelen etwas zu triggern. Weil damals war es so gewesen, bevor die an diesem Galgenberg erhangen haben, haben die Äste oder Stöcke an diesem Stein zerbrochen, um sie aus der Gesellschaft zu vertreiben. Quasi als Zeichen dafür, ihr gehört nicht mehr zu uns. Krass. Das ist halt der Weg hier, wie wir halt transportiert worden, ne? Von dieser bekannten Kirche, die eine Ortschaft weiter ist. Also denselben Weg sind für die Verurteilten gelatscht. Genau, richtig. Richter plus die Verurteilten. Oh, guck mal da. Ein Scheiterhaufen. Ja, guck mal. Vielleicht kann man auch erzählen. Also du kannst ungefähr sagen, dort haben so die Richter in diesem Kreis, beziehungsweise die Zuschauer haben sich ja hier verteilt und da haben sie dann halt die Menschen, die Verurteilten, erhangen. Da erhangen? Ja. Ich dachte, er wäre da gewesen, wo der Stein ist. Ja, da kommen wir jetzt schlecht drauf. Das ist alles mit Wild. Ja, gucken. Aber man merkt schon, ne? Es ist schon wieder so leicht drückend. Ja. Hier sind auch viele Menschen, die einfach verurteilt wurden, obwohl sie eigentlich gar nicht wirklich was getan haben. Wie Hexen zum Beispiel? Die melden sich auch gerade hier. Hier ist alles vertreten. Oh, du merkst schon. Hier ist alles vertreten. Hallo! Stehen die jetzt noch hier im Moment? Es sind nicht wenig. Oh. Man fühlt sich auch hier so richtig beobachtet, ne? Genau, dieses Beobachten ist aber, die kommen jetzt gerade aus der so, Ecke. Ich blick mich hier dauernd um, weil ich denke immer, hinter mir steht einer so. Weißt du, einer beobachtet mich ganz von viele, irgendwo. Ja, jetzt sind ganz viele. Ganz viele hier. Sehr viele traurige Gesichter auch. Das sind Problem wahrscheinlich. Ist auch einfach nur, okay. Die haben ja damals die Leute erhangen. Diese Exekution, die wurde ja dann auch irgendwann. Fragt mich jetzt nicht, welches Jahrhundert, wurde das ja auch fallen gelassen. Das Problem ist, sie wurden erhangen und die leblosen Körper von den Raben aufgefressen. Oh, sie wurden einfach hängen gelassen. Genau, hängen gelassen, nie wirklich kirchlich beerdigt. Das heißt, deswegen sind diese ganzen Seelen jetzt momentan. Okay. Oh, ich kriege auch Entenpelle gerade. Also hier ist ordentlich Action. Man fühlt sich hier echt beobachtet. Das ist kein Witz, Leute. Ja. Es ist so, man dreht sich dauernd um und guckt. Aber da ist halt keiner. Ich mache mal meinen K2-Meter. Mal eben. Ja, müssen wir mal gucken.
Guck mal, du kannst hier rüber. Da ist nicht tief. Schon wollen wir erstmal hier, also hier versuchen, das, Kontakt erstmal. Wenn ich mich nicht irre, muss das ungefähr hier gewinnen. Oh, war jetzt kurz irgendwas. Alleine, wenn man sich das bildlich vorstellt, dass die hängen, hier einfach. Und die Raben haben die Leben. Ja, ich glaube, zur Abschreckung, ne, für andere wurden die dann einfach hängen gelassen, damit die, wenn ein Räuber in die Stadt kam, der hat dann direkt gesehen, oh oh, hier mache ich lieber nichts. Weil die Bürger hier, ne, die hängen einen direkt auf. Es blinkt. Kann einfach schon mal. Wenn eine Präsenz hier ist, also hier sind auf jeden Fall Präsenzen. Wir merken ja schon, dass ihr hier seid. Da ist so ein bisschen ein Oster. Ja. Zwei. Wenn einer von den Präsenzen, die gerade hier sind, diesen schwarzen Kasten berühren würden, dann, oh, ja, ein bisschen Ausschlag. Dann sehen wir, dass ihr hier seid. Also dann haben wir ja praktisch schon mal den Beweis. Also der Kasten tut euch nichts an. Da sind nur Lämpchen und ein elektromagnetischer Feldmesser. Der macht nichts. Der ist nicht schlimm. Ich hab den Besuch. Geht auch schon, geht schon ab. Und wenn ihr den berühren würdet. Okay. Vielen Dank. Zwar nicht viel, aber das sind bis jetzt, die sind, einige von denen sind vorsichtig, kannst du sagen, so ein bisschen, wir wissen nicht wie, aber ein paar sind, oh, unwahrscheinlich neugierig, Es ist auf jeden Fall, wir haben ja schon zu Anfang gemerkt, dass hier irgendwelche Seelen sind und hier ist alles vertreten. Hier ist auf jeden Fall auch Energie. Okay, vielen Dank. Also kannst den Kasten auch gerne immer wieder berühren, wenn du Lust hast, wenn du magst. Du kannst auch darauf mit uns reden. Wir können zum Beispiel so machen, ich stelle eine Frage und du berührst den Kasten als Antwort für ja. Sollen wir das so machen? Wow, funktioniert sogar, vielen Dank. Ist einer der Erhängten hier, die hier aufgeknüpft wurden? Okay. Vielen Dank. Bist du zu Unrecht verurteilt worden damals? Anscheinend nicht. Hast du der Hexerei dich schuldig gemacht? Vielleicht? Auch nicht. Könnte man jetzt fragen. Bist du des Mordes beschuldigt worden? Wow. Okay, Mord. Boah, es ist ja schwer wegen ja, nein, ne? Ja, mir fällt jetzt keine Frage ein. Hast du nur irgendeine Frage? Können wir dir helfen? Können wir dir helfen beim Übertritt ins Licht? Ja? Okay. Warum? Ja, okay, ja, nein, Fragen. Ich wollte jetzt fragen, warum bist du nicht übergetreten? Bin ich diejenige, die euch helfen soll? Kommt nix. Das ist schon krass. Jetzt war kurz. Die sind sich selber nicht einig. Ja, die merken ja, wenn. Ja, wir haben ja noch andere Geräte. Das ist ja jetzt nun mal erstmal so. Aber es hat ja schon mal ein bisschen funktioniert mit diesem. Ja. Also, kack. Kack, ja. So, wir haben mal ein weiteres Gerät aufgebaut. Guckt euch das an, wir haben sie ein bisschen verschönert. Jesus Christus ist bei uns. Jawohl. Vielleicht können wir das ab. Vielleicht können wir das abmachen. Das hat er jetzt Tatsache gesagt. Ja. What? Jesus ist mit uns, den machen wir nicht ab. Bist du ein Antichrist? Lass das Wissen. Wissen?
sind hier noch gequälte Seelen anwesend. Ich hoffe, ich kann ihn hören. Wie viele sind denn jetzt gerade hier? Sind viele hier? Hallo. Okay, wir müssen den Zuschauern noch sagen, vieles können wir erst zu Hause auswerten. Wurdet ihr unrechtmäßig verurteilt? Hier lohnt sich der. Habt ihr lange gelitten? Hier beim Aufknüpfen. Und? Guck mal. Ich lege hier mal was auf euren Stein, ja? Ja. Oh. Was haltet ihr denn davon? Kennt ihr das Zeichen? Stille. Findet ihr es gut, dass wir das hier hinlegen? Allem abstrakt. Modellieren. Das war jetzt eine einmalige Hexe. Ist eine Hexe hier anwesend? Nein. Was ist denn dein Name? Ich bin Clarissa. Wie festmacht. Ihn festmachen? Müssen wir zu Hause. Wurdest du der Hexerei angeklagt damals? Und verurteilt und dann aufgeknüpft? Ja. Boah. Krass, ne? Können wir irgendein Ritual machen, um dich zu beruhigen? Seinen Job gekündigt. Der hat jetzt Melfis gesagt, Alter. Ich habe jetzt auch sowas gehört. So, jetzt habe ich Melfis. Schon wieder, immer. Das waren jetzt schon drei Lost Places, unterschiedliche Orte. Ey, nicht, immer mit ich den die immer anziehe. Oh, wie du sagst. Keine Ahnung, kann doch jetzt nicht. Müssen wir zu Hause auswerten, aber das hat sich jetzt schon verdammt klar danach angehört. Aber wie, ne? So Melfis. Wer ist Melfis? Wer ist das? Warum verfolgt ihr... Negativ. Wir haben nichts mit der dunklen Magie zu tun, ne? Ich will damit auch nichts zu tun haben, aber ich merke gerade, du kommst aus dieser Richtung und deswegen musstest du auch dein Leben lassen. So brennt. Also mit dunkler Magie haben wir nichts zu tun. Deswegen war auch eben am Anfang Jesus und so. Mach den weg. Geschult. Weißt du, direkt Bescheid. Da war jetzt wieder, da war die wieder. Ui, wie gesagt, wir haben generell nichts mit der negativen Magie zu tun, ne? Will ich auch gar nicht. Ich meine, hier werden ja immer noch Rituale wahrscheinlich gemacht, weil guck mal, da liegen auch Stöcke und alles an dem Baum. Mhm. Wer weiß, wer hier noch nachts irgendwelche Sachen macht. Eingetreten. Die Kinder. Hast du was mit Kindern? Hast du Kindern irgendwas angetan? Ich habe aber...
Ist hier ein Verurteilter, der Kindern etwas angetan hat? Das Problem ist, sie sind zu viele. Ne? Sie reden jetzt auch alle durcheinander. Und es ist schwer, wenn du jetzt eine Frage stellst, das ist so, stellst eine Frage in den Raum mit 10 Leuten an, die quatschen alle durcheinander. Du kannst schlecht eine Stimme fokussieren, so weißt du, mit dem du dann redest. Sind denn noch viele hier? Weil wir merken, es sind viele hier. Ja. Was ist das Problem, ne? An einer Richtstätte halt, ne? Jede Menge ist hier und jeder hat irgendwie was zu erzählen. Deswegen ist das ganz übel und ganz schwer, das jetzt gerade rauszukristallisieren. Aber wir haben schon ein zweites Problem. Bei jemand sein. Jemand sein? Also wenn vielleicht eine Präsenz mit dem weißen Gerät, was Clarissa gerade hält, ein bestimmter mit uns kommunizieren würde, dann wäre es besser für uns, gezielt Fragen zu stellen und euch auch zu helfen. Ja. Vielleicht kann diese Hexe mit uns kommunizieren, die sie eben schon. Die ist ja auch direkt auf dieses Symbol hier angesprungen. Bleib weg! Oh! Nö, ich geh nicht weg. Ist das vielleicht dieser Meltis schon wieder? Es bringt auch nichts, wenn du jedes Mal irgendwie deine Stimme veränderst und uns verunsichern willst. Das bringt dir gar nicht. Ich weiß, dass du immer noch dieselbe Entität bist. Und schöpf doch einfach mal so viel Energie, wie du kannst, nur bitte nicht von uns und red über dieses Gerät mit uns, was ich hier in meiner Hand halte. Ja, da drüben ist ja auch noch ein Hügel. Ich weiß auch nicht, vielleicht... Ich würde sagen, dann gehen wir auch noch mal da hinten rüber. Vielleicht gehen wir mal rüber. Vielleicht, um zu gucken, wie die Kommunikation da ist. Also hier hatten wir ja schon gerade 2 Rückmeldungen. Das ging schon ganz gut. Großvideo, also hier Spiritbox war ja auch schon ein paar Antworten. Aber mal gucken. Wer wird es besser oder schlechter? Hast du schon was? Ich wollte es gerade sagen, also ein paar sind gerade irritiert und haben das Gefühl, dass wir respektlos hier sind. Das sind wir nicht. Ja, wir sind voller Respekt gekommen. Wir sind voller Respekt hier hingekommen. Wir suchen auch nur den Kontakt mit euch. Vielleicht, weil du diesen Stein da draufgelegt hast. Ja, ich habe den ja wieder weggenommen. Oh Mann. Auch direkt was. Okay. Das ist ja wunderbar. Da steht auch was. Kaiser Karl V. Wir schauen dich an, ja. Ich merke, dass ihr uns gerade sehr intensiv beobachtet. Ich verbiete euch aber trotzdem, uns irgendwas zu tun. Ja, wir sind aus Respekt hier. Wir wollen einfach nur wissen, was hier genau vorgefallen ist. Ja.
Komm mal ein bisschen näher. Du brauchst keine Angst haben. Hast du auch diesen schwarzen kleinen? Mhm. Gib mir den mal in die Hand. Ich halte ihn mal. Ganz vorsichtig. Schon verfallen. Krankheit. Warst du krank gewesen zu Lebzeiten? Vielleicht krank im Verlies geworden oder so. Da waren ja früher nicht so die aller guten Lebensbedingungen. Man hört hier gar nichts, du musst es schon sagen. Habe ich selber nicht verstanden. Moment. Werden. Krankheit werden. Oh oh. Werden wir krank? Bitte nicht. Mal, wenn irgendeiner hier schon Sodbrennen macht, was ist diese negative? Oh, Leute, guck mal hier. Oh. Oh. Das ist auf kleinster Stufe. Alter. Weise. Boah. Tut mir echt den Gefallen und lasst mich jetzt gerade mal in Ruhe, bitte. Ich will keinen Bauchweh oder sonst was haben. Kommt einfach hierher und redet ganz normal mit uns. Bitte. Voller Ausschlag hier. Also hier ist richtig krass Energie. So krass hatten wir noch nie. Wir sind auch jetzt voll. Guck dich da an. Kann Fragen. Wegen was wurdest du angeklagt? Was ist der Grund für deine Anklage, für deine Hinrichtung? Alter, ist hier Energie. Fliegen? Fliegen. Okay. In Verbindung mit dem... Ein Gesicht auf dem mittleren Stein. Mittlerer Stein, Gesicht. Okay. Du bist auch nicht alleine hier, ne? So krasse Energie, Leute. Guckt euch das an. Dieser ganze Ort ist eine reine Energiequelle. Lichter gehen aus. Da sind jetzt gerade die Lichter ausgegangen. Kannst du das Gerät noch mal berühren? Ja, danke. Ja, sehr starke Energie, merken wir auch. Und das sehen wir auch an unseren Geräten. Stammt die Energie von euch Seelen? Diese starke Energie? Du kannst auch gerne diesen schwarzen Kasten berühren. Ja, danke. Vielen Dank. Heilung. Also er hat irgendwann... Ach, Scheidung. Krankheitsscheidung. Okay, der teilt uns... Hat diese negative Entität was damit zu tun gehabt? Beziehungsweise die Person damals... Bitte... Bitte verzeihen. Er erzählt gerade sein Lebensgeschwerwerk. Bitte verzeihen, hat er gesagt. Vögel. Ja, die Vögel, die dich bei lebendigem Leibe gefressen haben. Das tut mir echt leid. Es war leider damals so. Das ist der Grund, warum ihr auch nicht ins Licht treten könnt. Gibt es ein Ritual, euch zu helfen? Das Einzige, was ich machen kann, euch quasi vor dieser negativen Entität zu schützen. Das ist das Einzige, was ich tun kann für euch. Ich kann euch nicht ins Licht bringen. Das ist selbst mir verboten. Ich merke auch die ganze Zeit, dass ich so berührt werde und so. Weißt du, was ich meine? So, als wenn ihr so mich... So total. Abtasten, so weißt du, so aus Neugier. Wir sind total, ja, so aus Neugier mich berühren. So, oh,
Es viele. Viele auch traurig. Ja, viele, die nicht beachtet wurden, so durch die Leute, die hier bis hingekommen sind. Und die merken jetzt, hier ziehen die richtig an gerade. Da hinten sitzen welche gekauert, am Heulen, einige laufen hier rum, hier mit Hände über den Kopf und wissen nicht. Und viele sind um uns gerade, hier im Kreis, und berühren uns und schreien uns an oder so. Und boah, es ist schauderhaft, schauderhaft einfach nur, Leute. Boah, diese Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit und diese negativen Energien, ist, boah, das geht bis ins Mark, merke ich gerade. Wie soll man das sagen, diese Melancholie, diese schwere Melancholie, die hier auf diesen Ort lastet. Traurigkeit. Ja, viele wurden zu Unrecht auch ärgern. Ja, viele auch manipuliert und so, damit die aus dem Weg kommen, wurden angezeigt hinten im Rücken von Nachbarn, nur weil denen nicht gefallen hat. Früher wurden ja viele als Hexe, einfach so alleinstehende Frauen waren oft als Hexe verurteilt, obwohl die gar nichts gemacht haben. Hier ist auch eine und die ist echt ziemlich, wie ich schon sagte, negativ halt drauf. Ne? Und wie diese anderen Seelen, die jetzt hier umher buxieren, die haben Angst und Respekt vor der. Ne? Ich würde gerne nochmal auf Meltis zurückkommen. Ist ja Meltis gerade hier? Oder sie? Dies, ne? Oder Melchim. Melfis. Melfis, genau. Ist Melfis hier? Dann gib uns ein Zeichen. Ist die ganze Zeit auch Kontakt, aber kommt nichts, ne? Ist auch strange. Ich hab noch was anderes. Wenn du ja wirklich eine Hexe gewesen sein solltest damals, würdest du vielleicht das hier auch kennen. Ich leg das einfach mal auf den Stein. Oh. Hast du schon direkt? Hat schon einer gegen meinen Rucksack getreten? Mhm. Das war mir so klar. Hat man jetzt wahrscheinlich nicht auf der Kamera gehört, das ging so puff. Schön dagegen getreten. Oh. Ich hab, vor dir habe ich keine Angst. Ich will einfach nur, dass du die Seelen, die hier hingerichtet wurden, in Ruhe lässt. Du triggerst hier ganz schön. Ritual durch, du triggerst hier. Uiuiui. Boah. Ich weiß nicht, ob die das so gut finden gerade. Da war auch. Findet ihr das nicht gut? Okay. Voller Ausschlag. Ja. Das habe ich mir schon gedacht. Ist egal. Ich werde auch gleich mal eine Runde drehen. Mit diesem Atame. Und schauen, dass du die Seelen, die hier damals hingerichtet wurden, einfach in Ruhe lässt. Die haben Angst vor dir. Mhm. Du darfst zwar Aufschlag. Hier sein, aber du hast sie trotzdem in Ruhe zu lassen. Schau, man kann das jetzt nicht sehen, weil das ganze, ist die ganze Zeit schon. Na, hier ist nämlich auch nichts mehr. Jetzt, ja. An, aus, die sind wibbelig. Du hast hier was, du hast hier einen Dorn in den Fuß gerammt. Ja, dann ist das so. Irgendwas hast du jetzt gerade losgelöst. Sie sind sehr. Weil die genau weiß, was ich vorhabe. Die weiß das ja vorher schon. Pass auf, dann gehst du. Ich gebe dir am besten eine Kamera mit, einer eigene. Ich drehe jetzt mal eine Runde. Ja. Ist denn noch jemand hier mit mir? Und möchte mit mir reden? So, ich werde jetzt hier mit meinem Atame in der Hand. Oh, erstmal schauen, dass ich nicht hinfalle. Joa. Ich werde jetzt einfach dafür Sorge tragen, dass diese dunkle Hexe, die jetzt hier ist, diese Melfis, die Seelen jetzt einfach mal in Ruhe lässt. Ne? So. Ich weiß, man sollte sich mit solchen Mächten nicht anlegen. Aber die Seelen haben tierische Angst vor dir, Melfis. So.
Und Freya, Odin und Thor werden jetzt auch ab sofort dafür Sorge tragen, dass du die Seelen hier in Ruhe lässt. Du darfst hier sein, aber du tust den Seelen nichts an. Wir haben Angst vor dir. Hier. Ich weiß nicht, was die hier gemacht haben. Ja. Du kannst den Seelen ab sofort nichts mehr tun. Du darfst hier sein, du kannst tun und lassen, was du willst. Aber den Seelen selber tust du nichts mehr an. Die ist ganz schön stark. Die ist ganz schön stark. Also ist dieser Druck gerade auf meinem Brustkorb, der ist... Aber ich ziehe es durch bis zum Ende, ne? Es ist auch nicht mehr viel. Viele Seelenhaare sagen ihren Dank. Es ist so schon schlimm genug, was passiert ist damals. Und ich habe den Kreis gleich komplett umrundet. Leute, Leute, Leute. Ich weiß, dass Melfis das auch gerade überhaupt nicht toll findet, aber das ist auch mir egal jetzt. Ab sofort lässt du die Seelen hier in Ruhe. Ja, jetzt haben wir den Kreis auch umrundet. Und jetzt geht es auch langsam wieder mit der Atmung. Ja. So. Du kannst denn jetzt nichts mehr tun. Was war denn da noch? Ich habe meine Sachen eingepackt. Ja. Und die Spiritbox auf dem Tablet war noch nicht aus. Ja. Danke. Ich schwöre auf alles. Ich habe ja nicht mitbekommen, was du da genau aufgenommen hast. Werde ich ja erst zu Hause sehen. Aber was hat damit zu tun? Ja, Mann. Okay, alles klar. Die Seelen haben sich jetzt dafür... Boah. Schade, einfach nicht auf Kamera haben, aber ich glaube dir ganz einfach, weil... Das ist kein Witz. Warum solltest du das jetzt erfinden? Ja. Wäre ja jetzt dumm. Ich wollte es gerade einpacken und dann kam... Danke. Ja, komm, dann lass einpacken, Video bearbeiten, rendern, hochladen. Yo, Mann. Krasse, also so krasse Sachen sind meistens, wenn die Kamera nicht läuft. So viele Erlebnisse, die wir da haben. Ärgert mich jetzt auch, ja. Oh, Lost Places ist unser Kanal. Und ihr könnt gerne abonnieren, liken und kommentieren unter dem Video. Was haltet ihr von der ganzen Sache? Was haltet ihr von diesem Ort hier speziell? Ja. Den Galgenberg, wo geschichtlich nachgewiesen wurde, wirklich Leute hingerichtet wurden. Ja. Und das könnt ihr alles im Internet, könnt ihr alles googeln, weil wenn ihr uns nicht glauben solltet, dann könnt ihr jetzt selber herausfinden. Galgenberg in Viersen, da wurden echt Leute, also die sind auch noch hier, die Seelen, ich sehe die hier überall. Mhm. Der merkt auch. Und was haltet ihr von den Ganzen? Könnt ihr mal bitte unter dem Video machen, ja? Wir haben immer so Lost Places, manchmal tagsüber, manchmal nachts, manchmal verlassene Häuser. Wir gucken immer so eine Mischung, immer ne, aus allem. Auch mal so Orte wie den hier, auch mal tagsüber, damit man auch ein bisschen besser sehen kann, ein bisschen mehr Licht hat. Also wir versuchen immer so ein bisschen gemischt alles zu machen und hoffe, ihr mögt unser Programm. Und wie gesagt, wenn ihr es mögt und unsere Leistungen gut findet, dann könnt ihr abonnieren. Wir würden uns freuen. Ja. So, haut rein, bis nächste Woche. Oh, Lost Places. Walala. Thank you.